Es schlug hohe Wellen, als Mitte Mai bekannt wurde, dass es einen Cyberangriff auf Computer des Bundestages gegeben hat. Unbekannte Hacker hatten einen Trojaner eingeschleust und Daten abgezweigt. Heute Abend werden nun vorübergehend die Computersysteme abgeschaltet. Das IT-Netz soll mehrere Tage überarbeitet und sicherer gemacht werden, so ein Sprecher. Experten meinen allerdings, eine bloße Überarbeitung reiche nicht aus. Ein paar letzte E-Mails schreiben, bevor heruntergefahren wird. In den kommenden Tagen muss auch Gesine Lötsch auf ihren Bundestagscomputer verzichten. E-Mails schreiben, Protokolle einsehen, die bevorstehenden Haushaltsberatungen planen. All das ist dann nicht mehr möglich. Nach dem Hackerangriff sei der Schritt zwar unumgänglich, findet Lötsch, aber nicht genug. Wir wissen bisher nicht, wer waren die Angreifer, wie tief sind sie wirklich ins System eingedrungen, wer waren die Hacker und welche Rolle spielen Geheimdienste. Und darum fordere ich, Wirkliche Aufklärung, insbesondere auch über die Rolle von Geheimdiensten. Tatsächlich ist noch völlig unklar, wer hinter dem Angriff auf das Netzwerk des Bundestags steht. Um die IT-Infrastruktur sicherer zu machen, werden die Bundestagsserver nicht nur gewartet, sondern komplett ausgewechselt. Für den Chaos Computer Club steht fest, die Hacker hatten über Monate Zugang zu sensiblen Daten. Die jetzige Wartung komme deshalb viel zu spät. Es ist zu begrüßen, dass es getan wird. Es wird allerdings nicht ausreichen, und es ist natürlich lächerlich, dass das ein Vierteljahr später geschieht, als man erkannt hat, dass der Angriff stattgefunden hat. Bis Montag sind die Abgeordneten und Parlamentsmitarbeiter auch für Bürger per E-Mail nicht zu erreichen. Um 17 Uhr wird das Computersystem heruntergefahren.